doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schnapp, bleib dominant. RG, deine Meinung nicht relevant. Wir sind zurück. Stärker denn je. Genauso fange ich das Intro an. Ein herzliches Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Niklas Wulzon Sommer. Das ist der 5. Spieltag der Icon League. Wenn ihr Spieltag 1 anschaut, Spieltag 2, seht ihr mich so, mit so einem Lächeln immer. Spieltag 3 und 4, alter Schwede. Und jetzt sind wir bei Spieltag 5 und für mich ist das der Spieltag, wo es ganz klar in eine Richtung geht. Entweder DNA Athletics on top oder, wie David sagen würde, ich werde die... Ich bin tatsächlich sehr angespannt, weil ich bin extrem verbissen. Extrem verbissen. Es gab Videoanalysen, Spieltagsvorbereitungen. Was ich von euch will, ich mache jetzt wöchentlich oder für jeden Spieltag gibt es jetzt immer eine Videoanalyse. Leute, ich habe das gemacht, was in meiner Hand liegt. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Ich hoffe, ihr genießt das Ganze. Ich hoffe, ihr lasst ein Like da. Ich hoffe, ihr abonniert diesen Kanal, weil das Ganze ist kostenlos. Vorweg, wir werden heute in diesem Video 2 DNA Athletics Trikots in den Kommentaren bzw. an euch verlosen. Das heißt, liken, abonnieren, den Kanal von DNA Athletics auf Instagram folgen, screenshotten und dann werden wir diejenigen, die aussuchen, die ein original unterschriebenes DNA Athletics Trikot bekommen von mir und David Alaba und wir können sogar auch von der Mannschaft machen. Deswegen, wir gehen in die Halle rein und oh Mann, ich merke dir, warte mal, mach mal, bleib stehen, merk dir was bei meinem Outfit? Die Cap? Coach. Von? Wer bin ich gerade? New York. Nein. Weiter? Chukurinho. Auch? Black Guardiola. Vincent Company. Wir haben immer Rücken und diesmal ist es aus Karlsruhe. Und aus Nürnberg. Nein, scheiße auf dich. Was war? Die. Heute wieder. Mit 100%iger Unterstützung. Ich sag heute, musst du richtig besoffen Welle machen, Digga. Erklär mal, was du so machst für DNA. Ich räume das auf, was hinterlassen wird. Wir machen eigentlich, wir planen allen Content zusammen. Ich kümmere mich darum, dass die Spieler einen Vertrag haben. Okay. Dass die am Ende spielen können. Okay. Dass alle ihre Trikots haben. Okay. Dass Adam seinen Job gut macht. Ja. Yeah. Socials aktuell, Partnerschaften mit Flo zusammen. Achso, okay, ich dachte so. Andere Partnerschaft. Für die Spieler so, falls sie Sieg gewinnen und so. Das gibt's auch. Da gibt's eine Siegprämie. Ja? Ja, die gibt's von der Liga. Die gibt's für jeden Spieler. Ganz kurz. Wo ist dein DNA-Trikot? Wo ist... Bruder, ich habe heute Angebot bekommen. Wo ist dein Support? Du checkst nicht, ich habe heute Angebot bekommen. Okay, erzähl. Fokus Ligels hat gefragt, ob ich als Wildcard mitspielen will. Okay, und das ist stärker als so... Ich sag dir eine Sache, von DNA kam noch nichts in die Richtung. Nix? Okay, was hat William erst Spieltag gesagt? Ey, wenn du Zeit hast, kannst du mal als Wildcard kommen. Okay, hat er dich eingeladen, die letzten 4 Mal? Ja. Bist du gekommen? Nee. Was geht ab, Chat? Hier ist Romy Zuelo. Wir geben euch jetzt mal wirklich extrem Behind-the-Scenes-Einblicke von dem Ganzen, wie viel hier Trubel ist. Aktuell spielt Berlin City gegen das ist hier Berlin-Duell. Beides aus Berlin. Es steht 5 zu 5. Was? 5 zu 5 und nach 2 Minuten zu spielen. Exklusive Augenblicke. Werf auf deinen Kopf! Dein erster Kopf! Mit Druck umgehen. Die Teamchemie stimmt. Die Teamchemie stimmt. Was, 2 Kontakte? Ja, wir drehen gerade zu Content für TikTok, weil das ist ja auch wichtig am Ende des Tages. Wir machen jetzt Challenge. Warte kurz. Ja, aber damit musst du rechnen. Okay. Alles behind the scenes. DNA Athletics Zug-Challenge. Von sowas distanziert man sich natürlich auf diesem Kanal. Big A und Kalle sind am Trinken. Oh, Panne! Panne! Habibi, alles gut? Was geht bei dir? Danke dir. Küss mal die Kamera. Oh nein, meine Kinder. Okay. Top 3! Chip 3! Chip 3, eine wichtige Frage. Hab Respekt zu mir vor Top 3 in Europa. Chip 3 oder Top 3? Ey, für mich ist ein Vlog kurze Behind-the-Scenes-Aufnahmen. Was war Wochenende los, Janis? 4-4! Geistesgang. Komm doch rein, Mensch. Oh, Mert Abi Mulagam. Wie viel Geld hast du auf deinem Konto gerade? Mir geht's gar nicht gut. Junge Adam, geh mal, Digga. Was machst du denn die ganze Zeit? Ja, 5. Spieltag, kommst jetzt erst, ne? Kein Verlust. Du bist kein Verlust. So werde ich das DNA-Spiel gucken. DNA! 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 DNA.
die Schulter gucken, was macht Drillin? Läuft Drillin hier rein, mach ich zwei Schritte hier rein. Läuft Drillin zurück, mach ich zwei Schritte vor, okay? Dass wir da nicht wieder in dieses Scheibenwischerverhalten kommen und dass dann der Torwart wieder freie Schüsse hat. Jungs, Fazit. Habt ihr alle gesehen? Ich glaube, wir haben eine Videoanalyse gemacht. Ich glaube, um das Ganze nochmal irgendwo abzurunden, es war nicht alles scheiße. Ich habe es auch schon im Video gesagt. Es war prinzipiell gut. Wir hatten richtig gute Ansätze. Aber dieses Video, beziehungsweise der letzte Montag, hat uns gezeigt, dass es Kleinigkeiten sind, die spielentscheidend sind. Kleinigkeiten. Und heute geht es, diese Kleinigkeiten, diese Fehler noch mehr zu minimieren und in Positiven umzusetzen. Wir wissen, was unsere Fehler waren. Wir hatten Ansätze, die waren richtig gut. Da hat man dann auch gesehen, wenn wir richtig anlaufen, wenn wir richtig positionieren und wenn wir richtig in unserem Ballbesitzspiel sind, dass wir Qualität haben. Aber diese Qualität muss noch einen größeren Zeitraum im Spiel einnehmen. Noch viel, viel, viel mehr. Selbst wenn der Torhüter an der Mittellinie steht, ist es dann für uns das Zeichen, nicht passiv zu stehen oder nachzudenken, sondern ab diesem Zeitpunkt wird klar geschaut, wo ist mein Gegenspieler, ein klarer Schulterblick, und mit diesem Schulterblick wird der Torhüter unter Druck gesetzt. Mit einem guten Aufwärmen wird auch ein gutes Spiel auf uns zukommen, deswegen von Anfang an Gas geben als Team und raus. Sag was, ich weiß, ich merke die Anspannung bei dir. Bruder, ich meine es ehrlich. Also ich meine wirklich ernst, ich merke die Anspannung. Ich auch. Also, ich verlasse mich zu 100% auf die, ne? Aber es gibt zwei, also es gibt eine Sache, auf die ich mich noch mehr zurückrufe. Was? Fick. Na? Achso, nicht, also. Egal. Jetzt, wir machen nochmal die Frage, auf was rufe ich mich noch mehr zurück? Die Gegner. Auf meine zwei Eier. Boah, also, das heißt. Wenn ich die Schuhe binden muss, ist es der Punkt, wo ich Alarm rufe, der Stufe Rot. Aber ich vertraue denen 100%. Deswegen, das wird gutes Aufwärmen. Letzte Woche war nicht schlecht. Das Einzige, was uns gefehlt hat, ist so eine kleine Disziplin gegen den Ball, weil es zwei Kleinigkeiten waren. Ich fand The Pack keineswegs besser. Aber heute ist... Showtime, danach noch zwei Kopfbällen und dann gehen wir an die Kugel. Kann jeder noch mal leicht nachdehnen. Hochgehen. Yes. Hoch. Sehr gut. Immer wenn ich verkabelt werde, muss ich nämlich im Spiel aufpassen, was ich sage, weil was ich manchmal im Spiel droppe, nicht so positiv. Es kommt alles nur vom Streamen, Leute. Deswegen, der streamt zu viel. Athletics gegen Two Stripes. Zwei Niederlagen in Folge, das sind zwei zu viel für diesen ehrgeizigen jungen Herrn. Hab ich doch alles schon auf Kreta kennengelernt. Ist doch okay für mich. Nein, wie geht das? So, das geht hier zackiger. 1-0 für Two Stripes gegen komm, DNA. Komm. Jungs, hört mal zu. Ab hier gibt's nichts zu kritisieren. Was wir uns vorwerfen müssen, dass wir die Tore nicht machen. Ihr spielt es diszipliniert. Wir haben klare Torchancen. Wir sind viel, viel besser. Jetzt heißt es nur noch, hey, beglückt euch mit diesen Toren. Ihr spielt es so gut, so diszipliniert. Ich will nur positive Stimmung außen und im Feld. Ihr seid das viel bessere Team. Belohnt euch damit. Super übergelegt! Jawohl! Jawohl, das meine ich. Einfach ausnutzen, Überzahl ausnutzen. Mach einfach, der Ball prallt doch eh ab. Ob vom Torwart, ob vom Pfosten, ob von der Bande. Und der zweite Ball ist wichtig. Einer mehr. Okay, sehr schön, sehr schön. Ja, ja. Kein Konter jetzt kassieren. Bravo, sehr schön. Hat er keinen Bock? Bereit halten! Da kommt's. Nein! Da kommt's! Ja, komm bitte, Jungs. Ihr seid besser, ihr könnt das. Komm jetzt! Ja, so schießt man Tore! So geht das, Mann! Sehr schön, komm mal, 2-2, wir spielen besser! Ey, ich krieg keine Luft hier, was ist das schon wieder? Aluminium! Sauber, geht da schießt, drauf! Schießt, Mann! Ja, schon wieder! Latte, was ist das? Junge, 6-mal Latte! Komm jetzt, Kontermöglichkeit! DNA, ziel am Trikot! 3-2! Endlich Federer, die hören mich und
jetzt 4-2, Junge. Hören, hören. Ich sehe es doch. Und es kommt da rein, da! 5-3! Und damit hast du alle Alu-Treffer rausgeholt, die wir hier gemacht haben. Oh, DNA! DNA, alle, alle! Ey, Jungs, ey, das macht so Spaß, ich war. Eli, das muss man jetzt. Guck mal, jetzt mal. Wir machen viel Spaß, Adam und so, ne? Aber ich muss jetzt eins mal festhalten. Guck mal, vor diesem Projekt, ne? Dachte, wir kommen mal hin. Erzähl, rede, rede. Guck mal, das ist jetzt ernst. Und das meine ich auch von Herzen. Vor diesem Projekt, da dachte man sich bestimmt jeden Sonntag. Also bei mir war es so, Junge, morgen wieder Montag, morgen beginnt die scheiß neue Woche und so, gar keinen Bock. Aber seitdem es dieses Projekt gibt, diese Alkenik, Digga, dieses Gefühl ist, am Sonntag ist weg. Junge, man freut sich, dass Sonntag ist, weil morgen Alkenik ist. Ich weiß dir, eines der coolsten ich bin schon ein bisschen besoffen, eines der coolsten Projekte, ich werde nur Liebe, ich freue mich jeden Montag auf den Spieltag. Und ja, Mann, mal gucken, was wir jetzt noch machen. Auch noch ein Weg für Eli als Danke. Als für Eli mit Liebe, ja. Mir fällt ein Riesenstein vom Herzen. Erstmal Glückwunsch an DNA Athletics. Wir hatten schon sehr geile Spiele, aber vom Fußballerischen war das heute das Geilste. Das war der Vlog. Ich weiß nicht, wie er wird. Ich hoffe, er wird geil. An der Stelle sage ich Dankeschön für euren Support. Danke auch an jeden Einzelnen, der das Video sieht, der mir durch eine schwere Zeit geholfen hat. Immer, immer weitermachen. Wir sehen uns am Spieltag 6, weil da geht's gegen Nein. Niemals! Kommentiert, liked und abonniert diesen Kanal. Ja, 1-1-2-2, Mister. Geil, das ist so High School Musical American.